Was ist mit Spoke? Herzlich willkommen zu unserer Eröffnung heute. Ich freue mich so, dass ihr alle hier seid. Bevor ich jetzt ein bisschen was über das Haus sage und dann nochmal unsere besonderen Gäste begrüße, die Nachricht heute Morgen aus Afghanistan hat mich und ich vermute uns alle sehr erschüttert, und wir heißen Werte erleben, und Werte sind gerade in diesen Zeiten. Vielen lieben Dank, Herr Reichel, und seinen lieben Dank auch an all diejenigen, die geholfen haben auf dieser Strecke, die Sie gerade eben ja nur ganz kurz skizziert haben, über die man wahrscheinlich über Bücher schreiben könnte, wenn man das länger machen wollen würde, was man da so alles erlebt mit städtischen Genehmigungsbehörden, mit sozusagen Bundesbehörden, die Zuwendungen geben und was da so alles noch kommt. Das sind ja normalerweise Irrungen und Wirrungen, die voraussetzen, dass man bereit ist, den langen Atem zu haben, dabei zu bleiben und das auch gemeinsam dann durchzustehen. Und sowas geht auch nur gemeinsam, und ich glaube, dass das wirklich das Erste ist, was man erwähnen muss bei diesem wunderbaren Projekt, dass hier ganz viele Menschen sich darum gekümmert haben, dass hier was draus wird. Und dass das eben nicht nur etwas ist, wo wir sagen, wir sanieren ein Denkmal und das macht jetzt jemand, sondern dass das wirklich eine zivilgesellschaftliche Anstrengung gewesen ist, mit ganz vielen Beteiligten tatsächlich an dem Punkt zu kommen, an dem wir hier heute sind, und von dem aus man jetzt auch weiter sich überlegen kann, was macht man eigentlich mit dem Haus? Weil das ist der, sagen wir, Ihren Appell in Richtung Afghanistan und mit Blick auf die Situation dort und die gesellschaftliche Verantwortung, die wir hier haben, aufgreifend. Was wir ja brauchen, sind Orte wie diesen, die uns eine Möglichkeit geben, als Gesellschaft zusammenzukommen und nachzudenken, was machen wir denn mit dem Raum, den wir uns hier öffnen. Und diesen Raum, den wir selber gestalten können, den haben wir so selten. Also fast alle Räume, in denen wir uns gesellschaftlich bewegen, bringen uns in Rollen, die eigentlich vorformatiert sind. Da gehen wir hin, weil wir lernen in der Schule, da gehen wir hin, weil wir arbeiten in einer bestimmten sozusagen Rollenzuweisung. Und sagen, wenn wir an unseren Arbeitsplatz gehen, da kaufen wir ein, weil wir Konsumenten sind. Wir sind eigentlich immer vordefiniert. Und dann sind es solche Räume wie diese hier, die entstehen, wo wir sagen, nee, hier ist jetzt, wenn man so will, ein Spielplatz für Erwachsene. Und überlegen wir mal, und auch für Kinder, überlegen wir mal, was wir hier machen können gemeinsam miteinander. Und was entsteht, wenn Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenkommen können. Jahre nach seiner Erbauung erfährt das Haus nun eine Nutzung, die dem Gemeinwohl dient, die über Generationen hinweg Menschen einlädt und willkommen heißt. Die Villa Mutzenbecher ist ja als Ferienhaus für die Sommerfrische hier gebaut worden, stand viele Jahre fast leer und wurde spätestens mit Beginn der Sanierungsarbeiten zum Ort des Lernens, Erlebens und der Begegnung. Sie ist ein Haus, in das Leben zurückgekehrt ist. Und ich habe das Ganze in der Tat über die Jahre auch ein bisschen nicht nur aus meiner dienstlichen Rolle heraus verfolgt, sondern auch hin und wieder meine Joggingstrecke, und das Schwere ist mir auch mal so nie noch begegnet unterwegs. Ich denke, aufgrund des Regens und der allgemeinen Situation werde ich jetzt nicht all die Namen nennen. Ich werde dem sowieso nicht gerecht werden. Wir haben sie nochmal im Bauschild verewigt, auf unserer Website stehen sie auch. Schauen Sie sich nochmal an, welche Unternehmen wirklich auch Werte nicht nur erleben, sondern auch fördern.